Eine unwürdige Herausforderung wird uns gestellt in Crusader Kings 3, ist es, glaube ich. Mit mir, Dennis, und Mittelalter, ahoi, sage ich nur. Wir sind immer noch natürlich in Schottland, wo sonst? Na gut, wir könnten auch in Irland sein oder in England oder in Island. Wir herrschen ja schließlich über sehr vieles mittlerweile. Aber trotzdem wird uns jemand herausfordern, und zwar ein einfacher Fußsoldat. Obwohl mir Fui Rechtach, kann kein Mensch aussprechen, anfangs nach keiner großen Bedrohung aussah, wurde mir schnell klar, dass er nicht verhindern können würde, mich mit seinen Wilden und dass er nicht verhindern können würde, mich mit seinen wilden und ungezügelten Schlägen zu verletzen. Aha. Es ging um Leben und Tod. Ich könnte mich jetzt auch einfach töten lassen? Ich könnte ihn auch umbringen. Geil. Wenn er ein guter Kämpfer ist, ich werde diesen Bauern und meinen Soldaten eine Lektion Ehre erteilen. Ehre. Also wenn ich weiter so Prestige sammle, und ich sammle hart Prestige gerade, ich bin jetzt schon bei über 6000, dann könnte ich tatsächlich irgendwann mal eigene Kultur abspalten, oder? Ging das nicht über Prestige? Andererseits, gute Kämpfer sind auch gute Kämpfer, oder? Komm, den nehmen wir. So wichtig ist mir das nicht. Wie war das nochmal mit der Kultur? Kultur abzweigen geht über Prestige, Traditionen. Ja, Prestige muss ich ausgeben für den Scheiß. Ja gut, aber da braucht man 10.000er, also da muss man schon richtig krass sein. Gut, egal. Wir, gucken mal, was wir jetzt diese Folge machen können. Aber vorher möchte ich mal einmal kurz Props rausgeben an den beste Fan, der derbe Stefan, der beste Fan. Valvurik mit Doppel-O, glaube ich, schaut, glaube ich, jede Folge von Crusader Kings 3 aufmerksam zu, und ich möchte mich dafür nochmal hier im Video bedanken. Woher ich das weiß, er schreibt doch unter jedes Video einen Kommentar. Und das, Leute, sollte euch vielleicht Ansporn sein, es ihm gleich zu tun. Denn ich freue mich über jeden Kommentar, ich lese sie alle, auch wenn ich nicht immer sofort antworte. Gerade die letzten 2-3 Wochen habe ich nicht so viel geantwortet, weil ich im Umzugsstress war und im Sommerurlaub Stress. Keine Ahnung. Porbranda ist gestorben. Wir erinnern uns, letzte Folge ist in einer Paralleldimension, einer anderen Zeitlinie auch unser langjähriger Ratsherr Porbranda gestorben. Er ist 60 geworden. Letztes Mal ist er nur 59 geworden. Also durch das Spielladen, was ich leider wegen eines Absturzes machen musste, ist er älter geworden. Er könnte sich bei mir bedanken, wenn er nicht tot wäre. So. Wir brauchen jemanden mit guten Diplomatiekenntnissen. Wir haben 3 so Kandidaten hier, die gerne mein neuer Superdiplomat werden möchten. Unter anderem die Tochter von Edla, meiner ehemaligen besten Freundin, die Oberhäuptling von Island war, also Herzogin von Island. Ihre Tochter Ulfhilde ist jetzt nicht so Fan von mir, sag ich mal. Vielleicht könnte man ihr ja die Ratskanzlerschaft überlassen, weil eigentlich ist sie eine von den Guten, glaube ich. Sie ist mitfühlend zumindest. Sie ist eine Schwindlerin. Na gut, so richtig gut ist die auch nicht. Die Frage ist, ob ein fauler und feiger Typ der richtige ist für den Ratskanzlerjob. Ansonsten hätten wir noch eine arrogante, tapfere, gesellige Maid, Herzogin von Connacht. Ich glaube, es wird Gwen Frevi. Denn die Frau taugt was, im Gegensatz zu den anderen. Also jetzt nicht unbedingt als Diplomatin, aber so insgesamt als Mensch. Und ich möchte ja eigentlich auch mit Menschen zusammenarbeiten und nicht nur mit Zahlen. Außerdem mag die mich, und Leute, die mich mögen, mag ich. der wird schon beeinflusst, das funktioniert nur nicht so gut. Na gut. Gut, Porbranda ist tot, lang lebe jemand anders. Mir wurde vorgeschlagen, ich soll doch mal Irland angreifen. Könnte man ja vielleicht machen. Oh. Jarl Ali. Okay. Irgend so ein Jarl im Baltikum? Keine Ahnung, wo das jetzt... Wenn hier jetzt Kiew ist, Minsk, also Weißrussland, dann ist das jetzt hier... Boah, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht in... Das ist Russland schon, oder? Oder ist es noch Finnland? Finnland ist ja eigentlich hier so am Rand, oder? Ja, ich finde, da die Ecke ist immer so ein bisschen schwierig und undurchsichtig. Auf jeden Fall irgendwo, ich
Russland-isch. Ach, guck mal, hier ist ja Moskau. Ne, dann ist das Russland. Entschuldigung. Ja, ich finde. So sieht doch Russland heute nicht mehr aus hier. Das ist jetzt einfach nur noch alles Russland. Das ist schwierig zu durchschauen. Der Typ hat die Jomswikinger angeleiert und will mit denen wahrscheinlich Action machen. Die bestehen übrigens aus drei Leuten. Ja, das lohnt sich. Das hat sich gelohnt. So, mir wurde gesagt, ich möge doch mal gucken, was man mit Irland eigentlich so machen kann. Gucken wir doch mal. Kann man dem Mann den Krieg erklären? Könnte ich, wäre kein Problem. Hätte ich wahrscheinlich relativ schnell erobert. Ich habe mittlerweile fast 15.000 Mann mit Verbündeten. Und Prinz Hywel, der selbst der ginge in Königreich einfallen. Was würde das denn bedeuten? Ihr übernehmt alle Titel im Bereich von die zum Titel sowie alle besetzten Grafschaften. Auch ihr könnt nur einmal im Leben einen Invasionskrieg gegen einen Titel mit dem Rang eines Königreichs erklären. Wow, das wäre mal eine Aktion, oder Leute? Na, wer hat Bock? Eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte. Ich meine, ich bin jetzt 43. Wann mache ich das, wenn nicht jetzt? Wann mache ich das, wenn nicht jetzt? Das ist schon eine krasse Aktion. Da würde man jetzt alles in die Waagschale werfen, um all diese Sachen hier einzunehmen. Damit würde uns Irland mehr oder weniger gehören und Wales. Wir würden Irland und Wales in einem Schlag nehmen. Die Idee gefällt mir, aber ich würde, glaube ich, trotzdem zuerst dieses Gebiet hier erobern. Beziehungsweise Vasallentum macht er nicht, ne? Aber es ist gar nicht so weit weg. Es ist gar nicht so weit weg. Minus 65 ist nicht so viel. Grundzurückhaltung 45, das kann ich verstehen. Ihr seid sein rechtmäßiger Lehnsherr. Das stimmt, bin ich. Großer Unterschied in unserem Rang. Naja, gut. Das wird dann wohl nichts. Dann reicht da eigentlich Grafschaft oder reicht Grafschaft erobern, oder? Das kostet uns gar nichts. Ich erhalte den umkämpften Titel. Ja, komm, her damit. Mein Freund, my friend. Das machen wir. Und wir behalten uns mal im Hinterkopf den großen Krieg gegen den König von Prinz. Warum ist er nur Prinz? Prinz von De Hoybarth. Also von Südirland und Wales. Also im Endeffekt ist der König von Südirland und Wales. Er kann nur nicht König sein, weil ich König von Wales, von Irland bin. Offiziell. So, dann marschieren wir mal hier rüber. Da brauchen wir jetzt keine Verbündeten, oder? 1200 Mann. Ich glaube, das kriegen wir so hin. Der darf sich nur nicht mit dem Prinzen verbünden. Was das mittlerweile kostet, ey, so einen Krieg zu führen. Das kostet mich 11 Gold im Monat. Weil ich habe ja 8 plus normalerweise. Jetzt habe ich 3 minus. Das ist schon echt heftig. Das. Ich frage mich, was mich der. Okay. Was mich der Krieg gegen den Prinzen kosten wird. Everything. Okay. Verbündeter tritt Krieg bei. Das ist nicht so gut. Vasall freigelassen. Herzog Kausantin hat den Kerker verlassen. Warum war der eigentlich in einem Kerker? War der in meinem Kerker? War ich das etwa? Wer sind all diese Leute? Im Kerker, im Hausarrest? Also Leute, die seit 4 Jahren im Kerker sitzen, die würde ich jetzt einfach mal. Also gegen ein schwaches Druckmittel lasse ich die alle frei. Ansprüche abschwören? Welche Ansprüche hatte sie denn? Ein Anspruch auf East Riding. Ganz ehrlich, das ist mir egal. Das ist nur irgend so eine. Ich glaube nicht, dass die krasse Verbündete hat. Der hat ja auch nichts. Der ist landlos. Also. Naja. Die soll mal trotzdem. Der Vollständigkeit halber soll die mal den Ansprüchen abschwören. Kann die was? Ist die gut? Die ist nicht gut. Also. Wird nicht annehmen. Rekrutieren. Ach, dann soll die einfach gehen. Ich will die nicht mehr im Kerker durchfüttern. Das kostet ja auch alles. Behorfriff, wer ist das? Irgend so ein keuscher, landloser Dödel. Lehnsherr, der Kleinkönig von Wessex. Weiß ich jetzt nicht. Kann der irgendwas? Der kann gar nichts. Druckmittel kommen. Also so ein paar Druckmittel haben ist immer nicht so schlecht.
Wir können mal einen neuen persönlichen Streiter ernennen. Wenn wir gerade mal dabei sind. Hofämter. Persönlicher Streiter. Ich habe gerade nicht so viele Leute hier irgendwie rumhängen. Ein gut geeigneter Typ wäre der Fürrichtach, der Soldat, den ich gerade am Anfang der Folge rekrutiert habe. Der würde das ganz gut machen. Ist ein tapferer, zorniger, zynischer Typ. Tapfer und ruhig gefällt mir aber ehrlich gesagt fast besser. Den nehmen wir. Der soll das mal für mich machen. Haben wir noch jemanden, der als Stallmeister gut geeignet ist? Oberhäuptling, Herzog Edwin. Die sind beide gut geeignet. Dann würde ich sagen, haben die irgendwie, der ist verschwenderisch. Der gibt bestimmt viel mehr Geld für Pferdepflegeprodukte aus als notwendig. Guck mal, gehen wir dem, der mag mich noch nicht so gerne, dann hole ich den vielleicht noch ein bisschen auf meine Seite. Wissen wir da jetzt? Stallmeister minus, er hat nur plus 10 gebracht. So. Gut, dann gucken wir doch mal, was jetzt hier der Krieg sagt. Ist nicht so schlimm. Immer noch. Wir marschieren mal hier rein und schauen mal, was wir da ausrichten können. Ich gehe davon aus, dass wir den Krieg im Handumdrehen gewonnen haben. So, die sind ja hier auch ganz schön runtergewirtschaftet. Jetzt kommen nochmal 18 Mann. Nee, oh Gott. Das schaffen wir nicht. Das war ein unfaires Gemetzel, würde ich mal sagen. Jetzt kommt das nächste unfaire Gemetzel. Wo hat er denn jetzt 1900 Mann her? Okay. Das war der neue Verbündete, der dabei getreten ist. Ja, ich habe dabei jetzt nicht so viel verloren bisher. Wir belagern jetzt mal seine Hauptstadt und beenden das Schauspiel. Verbündete brauche ich nicht in den Krieg rufen. Ich kann Gräfin. Kann die Gräfin einkerkern? Was hat sie denn gemacht? Was hat sie denn gemacht? Sie ist eine Ehebrecherin. Weiß nicht, ob ich Ehebrecher unbedingt. So schlimm finde ich das jetzt nicht. So, das mit den Herzogtümern, das müssen wir mal. Herzog Edwin ist weiterhin nicht beeinflusst. Ein feindlicher Kriegerorden. Den Orden namens Jomsviking gerufen, der sich uns nun entgegenstellt. Ja, aber die waren doch eben praktisch ausgelöscht, weil das waren doch die letzte Folge eine Invasion gemacht haben. Das hat doch schon mal nicht geklappt. Ich würde mal gucken, mein Sohnemann hat ja sich ganz gut gemacht, glaube ich, bei der Verwaltung, soweit ich das sehe. Ist jetzt nicht so schlecht. Volksmeinung ist im Positiven. Ich würde ihm vielleicht mal noch einen Titel geben, dass er sich langsam. Kann nur Titel aus eurer eigenen Domäne vergeben. Oh, die habe ich gar nicht mehr hier, oder was? Na, dann würde ich ihm jetzt mal die Hebriden geben, das Herzogtum. Das ist dann. Dann bin ich auch ein Herzogtum los. Zack, und er ist der neue Herzog. So, alles klar. Und ich habe jetzt nur noch zwei Herzogtümer und schon sind alle wieder nicht mehr so gestresst wegen mir. Danke. Finde ich gut. So. Dann müssten wir es ja gleich haben. In wenigen Momenten sollte es soweit sein. Das dauert ganz schön lange. Da kommen sie sogar noch mal. Da kommen sie sogar noch mal an. Aber das wird natürlich nichts. Wir haben ein Artefakt gesammelt. Das ist sehr schön. Und was haben wir hier an Leuten eingesackt? Klasse Sache. Dann gucken wir doch mal, wer hier am meisten Kohle bringt. 10 Gold bringt der. So, dann. Na? Wer will, wer will, wer hat noch nicht? 10 Gold. Ah. Wir beenden erstmal den Krieg. Und. Oh, jetzt nimm halt den Vorschlag an. So, jetzt. Zack. Und sieht das nicht hübsch aus? Alles so schön gelb, so wie ich es mag. Klasse Sache. Ich verbinde ehrlich gesagt die gelbe Farbe nicht unbedingt mit Schottland, aber gut, muss ja auch nicht. Wollen wir mal einen Überfall starten auf unsere freundlichen Nachbarn hier?
Dann können wir sie nämlich schon mal ein bisschen ausbluten. Der heitere König Alpha, na, ich weiß ja nicht. Holländischer Krieg. Grafschaft Arnheim. Jarl Aki, der Törichte von Jylland. Also stark sind die nicht. Machen wir mit. Machen wir mit. Das wird uns hoffentlich nicht so sehr schaden. Ist das dieser Krieg hier? Den hat sie ja schon fast gewonnen. Da muss ich ja gar nichts mehr machen. Naja, vielleicht muss ich doch nochmal hin, aber jetzt gehen wir nochmal kurz an den Bankautomaten. Wieso? Wieso darf ich nicht... Nein, weil ich jetzt im Krieg bin oder was? Ach, so eine Scheiße. Ich wollte doch räubern. Ich wollte doch ausrauben. Warum darf ich denn nicht? Drifa hat eine Inspiration. Sie will nach Westeuropa gehen. Sowas ist immer teuer. 63. Eieiei. Na gut, mach mal. Viel Spaß beim Urlaub, den ich dir bezahle. Jetzt ist meine Mutter gestorben? Mein Gott, die hat ja lange durchgehalten. Die hat ja noch länger durchgehalten als Porbrander. So, wir können mal wieder den Lebenswandel weiter treiben hier. Gegnerische Besetzung senken die Kontrolle nicht. Hof machen, Liebesdinge, Anzahl der Ritter plus 4. Das ist nicht so schlecht. Friedensstifter ist auch nicht so schlecht. Wir gehen mal auf die Ritter und dann muss ich aber wahrscheinlich nochmal einige Ritter hier hinzufügen. Als neue Champions. 19 Kampfgeschick, der zum Beispiel, der ist doch nicht schlecht. Können wir den mal einen Hof rekrutieren? Den Brünn. Ein schöner Name. 19, Kräuterkunde. Vielleicht ist sie eine gute Ärztin? Könnte ich mir vorstellen. Gut, dann haben wir das. Was ist jetzt mit dem Krieg? Muss ich da jetzt echt noch hin? Ja! Yes! Ich hab's geschafft! Seht ihr das hier? Ich hab's geschafft, ohne irgendwelche Leute zu bestechen. Apropos bestechen, Lösegeld fordern. Habe ich es geschafft? Oh, ich kann ein Bündnis aushandeln mit meinem Sohn. Finde ich gut. Ich hab's geschafft, ohne Leute zu bestechen, dass sie alle Tristan respektieren. Als Herzog hat er halt wahrscheinlich die Macht und den Einfluss, um sich zu präsentieren, auch gegenüber. Gegenüber den anderen Vasallen. Die anderen sind allerdings alle wirklich hart gegen ihn. Also so richtig. Das gefällt mir natürlich nicht so, vor allen Dingen, weil es echt knapp ist. Es ist nur gleich auf. Also da muss ich wohl doch noch ein bisschen hinterher sein. Ich habe allerdings gegen niemanden hier so richtig was in der Hand. Das ist nicht gut. Sein Wert größer als 122 ist. Wow. 97. Das ist... Also... Alter Falter. Die hassen den ja alle wirklich hart. Wer ist denn wenigstens noch ein bisschen auf unserer Seite? Sag mal, unter 100. Wert 0. Aber da kann ich ja jetzt auch nicht viel machen, oder? Da kann ich ja jetzt... Eigentlich müsste man Walda halt umbringen, ne? Ich meine, er ist mein Cousin. Aber vielleicht müsste man Walda tatsächlich umlegen. Ich könnte ihn von meinem Hof wegschicken. Aber dann hat er ja immer noch die Ansprüche. Ich habe halt nichts gegen ihn in der Hand, ne? Ich habe nichts gegen ihn in der Hand. Das ist... Ich bin eigentlich auch jetzt nicht der Typ, der Leute umbringen lässt. Ah, schwierig. Also es ist jetzt aktuell ist erstmal alles gut, weil der richtige Erbe ist sozusagen am Start. Wenn ich jetzt sterben würde, wäre alles okay. Also nicht, dass ich mit 44 sterben möchte, aber ihr wisst, was ich meine. Aber es kann sich natürlich alles nochmal wieder ändern. Streit im Lager. Herzog Kausantin und Brünn streiten sich. Lass sie sich streiten, könnte ich jetzt machen. Ich gehe in mein Zelt und betrinke mich. Finde ich gut. Ich halte eine Rede über Zusammenhalt. Ja, ich weiß nicht, ist jetzt nicht meine Stärke. Ich gehe in mein Zelt und betrinke mich, klingt eigentlich ganz geil.
So, wir haben ein neues Bündnis, das ist sehr schön. Lösegeld akzeptiert. Haben wir jetzt hier noch mehr Gefangene, die irgendwas, wo wir irgendwas kriegen? Für einen Gefallen, boah. Auch für einen Gefallen. Und Inspiration. Es wird Zeit, dass ich meinem Abenteuer aufbreche, mein König. Sagt Riffa, ehe ich aufbreche, sagt mir bitte, gibt's was Besonderes, was ihr haben wollt? Bringt mir ein Andenken von einem exotischen Tier, ein Schädel oder ein Fell. Ich möchte ein Schmuckstück haben, ein Wandteppich oder ein Kunstwerk. Die wird mir schon was Tolles mitbringen. Ich vertraue auf ihren Geschmack. Ich weiß nicht warum, aber ich tu's. So, Leute, das war aufregend. Wir lösen jetzt mal. Löse ich die Armee auf? Soll ich die auflösen? Soll ich die Armee auflösen? Oder soll ich hier rüberfahren und denen irgendwie helfen? Ah, wir warten mal ab. Das sieht ganz gut aus, der Krieg. Ich würde jetzt mal die Armee auflösen, damit mich das kein Geld kostet. Ich ein bisschen Geld ansammeln kann. Und dann schauen wir mal nächste Folge weiter, ob die den Krieg hier alleine gewinnt, die Holländerin. Oder ob wir zur Hilfe kommen müssen. Und dann steht auf dem Plan der Krieg gegen das Königreich Wales und Südirland. Das ist zumindest grob der Plan. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.